Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir Meerestechnik im Extremeinsatz erleben. Bei einem der längsten und härtesten professionellen Segelevents der Welt, dem Ocean Race, ist sie im Einsatz. Start des Ocean Race war am 15. Januar in Alicante in Spanien. Innerhalb von 6 Monaten segeln 5 Teams in einem 32.000 Seemeilen langen Rennen um die Welt. Das entspricht einer Länge von 60.000 Kilometern. Sie planen, Ende Juni in Genua in Italien anzukommen. Die Route besteht aus 7 Etappen. Zurzeit befinden sich die Teams in Kapstadt. Dort starten sie diesen Sonntag zur nächsten Etappe und die hat es in sich. Es ist die längste Etappe, die je bei einem Ocean Race gesegelt wurde. Von Kapstadt aus werden sie die Südpassage rund um die Antarktis nach Brasilien segeln. Doch das Ocean Race ist nicht nur ein Sportereignis, sondern auch ein Rennen, bei dem es wirklich um den Zustand der Ozeane geht. Alle 5 Teams haben hochmoderne Meerestechnik an Bord, um unterwegs Daten zu sammeln und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung dieses Ocean Race zu schärfen. In dieser Podcast-Folge spreche ich darüber mit Stefan Raimund, dem wissenschaftlichen Leiter des Ocean Race. Er ist auch gerade in Kapstadt, um die Meerestechnik an Bord der 5 IMOCAs vor dem Start dieser äußerst herausfordernden Etappe zu überprüfen. Zu dieser Podcast-Folge begrüße ich Stefan Raimund, den wissenschaftlichen Leiter des Ocean Race, direkt in Kapstadt. Guten Tag, vielen Dank. Wie ist die aktuelle Lage? Sind alle Teams gespannt, weil es Sonntag wieder losgeht? Ja, hier ist noch viel zu tun. Die Teams haben die Boote seit ungefähr 5 Tagen wieder im Wasser und es wird jede Minute wird genutzt und werden die Boote repariert, optimiert und unter anderem auch unser Science-Programm, unsere Technik, die wir an Bord verbaut haben, wird jetzt hier gewartet für das nächste Leck, was sehr entscheidend ist, was auch sehr anstrengend sein wird, was auch sehr schwierig sein wird für die Technik, aber wir sind guten Mutes, dass wir alles fertig haben zum Rennstart. Rennstart ist am Sonntag und die nächste Route ist die von Kapstadt nach Brasilien, also die Südroute. 4 Wochen sind die Teams dann ungefähr unterwegs. Und genau auf dieser Route, denke ich mir, ist es besonders wichtig, dass es eben nicht nur das Wettrennen zwischen den IMOCAs ist, sondern dass es auch ein Rennen ist, bei dem wissenschaftliche Daten erhoben werden. Und dafür bist du ja zuständig, Stefan. Welche Daten werden denn da erhoben? Ganz genau. Also, wir haben zum ersten Mal in einem Rennen von diesem Format alle beteiligten Segelboote mit Technik ausgerüstet. Meerestechnik wohlgemerkt. Auf 2 Booten haben wir ein Ocean Pack installiert, was in Kiel hergestellt wurde, entwickelt wurde. Und mit diesem Gerät messen wir die Wassertemperatur mit einer hohen Genauigkeit, den Salzgehalt, den Sauerstoffgehalt des Wassers und die CO2-Konzentration im Wasser. Dann haben wir auf 2 weiteren Booten sogenannte Mikroplastik-Sampler. Was wir dort machen, ist, wir filtern Wasser in dem System und erhalten dann Proben. Diese Filter schicken wir ein zu unserem Partnerinstitut in Southampton, das NOC. Und dort werden die Filter analysiert, wie viel Mikroplastik befindet sich in welchen Teilen des Ozeans und wo kommt das Mikroplastik her. Wir können nämlich auch etwas sagen zur chemischen Struktur dieser Plastikpartikel. Wir haben 5 Boote und ich habe gerade über 4 Boote geredet. Das 5. Boot ist ausgerüstet mit einem automatischen Mikroskop. Dort wird auch wieder Wasser eingepumpt in das System und das ist ein Kamerasystem und dort werden in regelmäßigen Abständen Fotos gemacht vom Plankton, von Zooplankton, aber auch von Phytoplankton. Und das Phytoplankton, wie wir wissen, ist sehr entscheidend für unsere Gesundheit, für unsere Weltmeere. Jeder 2. Atemzug, den wir nehmen, besteht aus Sauerstoff, der aus dem Meer kommt. Und Phytoplankton ist da wiederum der entscheidende Faktor. Stefan, wie umfangreich ist denn diese Datensammlung? Hast du Zahlen? Wie viel Daten erhebt ihr?
Ja, wir haben 7 Legs, also von Alicante auf die Kapverden, von den Kapverden nach Cape Town, dann nach Itajaí, Newport, dann rüber nach Europa Aarhus, dann kurzer Stop in Kiel, dann Niederlande und das Finale wird sein in Genua. Man sieht, es geht einmal um die Welt, 7 Legs, 32.000 Nautical Miles, 95 Tage auf See. Und während dieser Zeit werden wir mehr als 400 Mikroplastikproben nehmen. Wir werden mit unseren Instrumenten 4,3 Millionen Datenpunkte von wichtigen Ocean-Parametern aufnehmen. Also man sieht, wir werden zurückkommen mit einem unglaublich großen Datensatz. Ich würde sagen, man kann behaupten, dass wir das Sportevent sind weltweit, das die meisten wissenschaftlichen Daten erhebt. Da müsste mir jemand mal das Gegenteil beweisen, aber ich wüsste jetzt nichts, was jetzt mehr an Daten, gerade an Ozeandaten, bereitstellt. Das sind ja schon ganz schön große Anforderungen, die auch an die Meerestechnik gestellt werden. Ich meine, das ist kein Holzkutter, der da langsam durch die Wellen schippert, sondern die Emokas rauschen ja mit einer Geschwindigkeit übers Wasser. Diese Technik ist starken Vibrationen ausgesetzt und dem Salzwasser und vielen anderen Herausforderungen auf See. Das ist schon eine besondere Belastung während dieses Rennens und eine besondere Situation, in der die Daten erhoben werden. In der Tat, es ist eine extreme Belastung, gerade diese Vibrationen und diese starken Stöße, die dadurch entstehen, wenn die Boote vom Wellenkamm runterkrachen, sind die Belastungen, die G-Belastungen sehr, sehr hoch. Dann haben wir noch das Problem, dass wir sehr viel salzige Luft und salziges Wasser um die Geräte haben. Das heißt, Korrosion ist ein großes Thema. Und was auch eine große Herausforderung ist die Stromversorgung. Die ist an Bord alles andere als stabil. Wir befinden uns auf einem Carbonboot. Carbon ist leitend. Also es sind sehr, sehr, sehr schwierige Voraussetzungen. Und wir sind froh, dass wir eine deutsche Firma gefunden haben, die uns diese Geräte baut. Und wir setzen relativ viel deutsche Meerestechnik ein und sind damit sehr, sehr zufrieden. Entwickelt ihr eigentlich euer wissenschaftliches Programm auch weiter, dass du so die Fühler ausstreckst, was wird denn eigentlich bei den Firmen, die Meerestechnik herstellen, gerade entwickelt und in welche Richtung könnten wir unsere Forschung bei einem nächsten Rennen noch weiter ausbauen oder welche Parameter könnten wir noch mehr in Augenschein nehmen? Ganz genau, das ist in der Tat so. Bei jeder Edition des Rennens wird geschaut, was wird gerade gefragt. Wir interagieren natürlich mit den Wissenschaftlern und hören gut zu, welche Parameter gerade in Mode sind oder in Mode kommen werden. Und um ein Beispiel zu nennen, wir haben zwei Beispiele möchte ich sogar nennen. Wir haben bei diesem Rennen zum ersten Mal einen sogenannten Spurenelemente-Sampler an Bord. Und wollen also wissen, wie viele gelöste Spurenmetalle befinden sich in den Gewässern rund um Antarktika. Also dieser Sampler ist gerade eingebaut, das nächste Leck. Und als zweites Beispiel für das übernächste Leck, also von Brasilien hoch in die USA, werden wir einen sogenannten eDNA-Sampler, also der Environmental steht für DNA, sammeln wird und wir dort Aussagen treffen können über das Leben im Meer. Wow, das sind völlig neue Geräte, die ihr denn da einsetzt. Ja, in der Tat ist es oft so, dass Trial and Error, also wir sind uns noch nicht sicher, deswegen ist es auch noch keiner großen Pressemitteilung zu finden. Wir sind uns noch nicht sicher, dass das auch wirklich funktionieren wird. Das sieht man erst dann im Labor. Aber wir haben im Vorfeld viel Arbeit geleistet, viel getestet und wir sind gut im Mutes, dass das alles so klappt, wie wir uns das ausgetüftelt haben. Für unsere Sponsoren das ist natürlich auch wichtig, dass sie sehen, das Programm entwickelt sich. Also wenn wir jetzt jede Edition das Gleiche machen würden, dann wäre die Begeisterung relativ gering. Und wir wollen natürlich auch neue Nachrichten produzieren. Wenn wir jetzt immer wieder das Gleiche auf den Tisch legen, dann wird das Interesse abnehmen. Deswegen ist es uns wichtig, uns umzuschauen, zu gucken, was ist denn noch möglich. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Messung von Nährstoffen. Da sind wir gerade dran. Das wollen wir nach Möglichkeit, wenn die Technik sich so entwickelt, wie wir denken, bei der nächsten Edition einsetzen. Also alle Boote erheben unterschiedliche Daten. Wie reagieren die Teams darauf? Dass es nicht nur um dieses Wettrennen auf dem Wasser geht, sondern dass sie da jetzt auch noch der Wissenschaft Daten zuliefern sollen.
Das war in der Tat nicht so einfach. Also ich bin in diesem Bereich schon seit einiger Zeit tätig. Am Anfang muss man auch dazu sagen, gab es keine vergleichbare Technik. Es gibt Technik, die für Forschungsschiffe entwickelt wurde, die sehr groß ist. Gewicht und Platz spielt ja auf dem Forschungsschiff auch keine Rolle. Da geht es eher darum, dass diese Instrumente gut funktionieren und Daten liefern, die für die Wissenschaft entscheidend ist. Hier ist es wichtig, dass wir Technik haben, die sehr leicht ist, die möglichst kompakt ist und die wenig Strom verbraucht. Und das hat einige Jahre gedauert, um so ein Gerät zu entwickeln. Aber jetzt haben wir Geräte, die genau das können. Nun hast du gerade gesagt, auf den Booten werden unterschiedliche Daten erhoben. Es ist also auch unterschiedliche Technik verbaut. Haben denn alle die gleiche gewichtsmäßige Belastung, damit wieder da keine Unterschiede sind zwischen den Booten? Guter Punkt, genau. Das ist die Sorge gewesen bei der letzten Edition des Ocean Races, damals auch des Volvo Ocean Races. Da war es sehr schwierig, Teams zu überzeugen, 30 Kilo extra mit an Bord zu nehmen. Jetzt, wie gesagt, haben wir die Geräte wesentlich leichter gemacht. Dadurch ist die Überzeugungsarbeit auch einfacher. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Geräte auch ungefähr das gleiche Gewicht haben und den gleichen Stromverbrauch haben. Also da haben wir jetzt dafür gesorgt, dass Gleichheit zwischen Teams herrscht. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Wir haben nicht nur diese Geräte an Bord, die automatisch die Ozeane vermessen. Wir werden auch Bojen aussetzen. Und das ist genau der gleiche Punkt. Wie kann man dieses Programm implementieren und das Rennen trotzdem gleich gestalten? Und was wir hier machen, ist, jedes Boot wird mit zwei sogenannten Surface-Driftern, also Oberflächentreibbojen, ausgerüstet und die werden von den Teams ausgesetzt an verschiedenen Punkten. Und diese Punkte haben wir so ausgewählt, dass sie zum einen interessant sind für die Wissenschaft, aber zum anderen auch, dass es eine Gleichheit zwischen Teams gibt. Nur als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Malizia ihre Boje als erste aussetzen darf, wird Malizia auch das letzte Team sein, das die zweite Boje aussetzt. Und so machen wir weiter mit allen Teams. Und am Ende des Tages haben alle Teams für ungefähr den gleichen Zeitraum extra Gewicht an Bord. Aber kostet das nicht auch Zeit, diese Daten zu erheben? Also bremst Sie das nicht in Ihrem sportlichen Engagement? Also wenn Sie jetzt auch noch Bojen aussetzen müssen, müssen Sie da das Tempo reduzieren? Für die Bojen nein, das ist nicht entscheidend. Also die können selbst bei 30 Knoten und mehr ausgesetzt werden. Die werden mich normalerweise von Containerschiffen ausgesetzt und da wird so eine Boje auch mal gerne von 15 Meter Höhe runtergeworfen. Insofern ist die Belastung hier bei uns vergleichbar wie beim normalen Einsatz der Bojen. Okay, und ansonsten die Bedienung des Ocean Packs oder die Analyse des Wassers auf Plastik hin, erfordert das irgendwie Zeit? Müssen die Teams sich unterwegs auch darum kümmern? Zeit ist ein Faktor, der immer schwierig ist. Ich erinnere mich an das letzte Vendée Globe, das Boris ja gesegelt einhand, also ganz alleine, mit einem Ocean Pack an Bord. Und da haben wir am zweiten oder dritten Tag auf unseren Daten gesehen, die in Echtzeit übertragen werden, dass es da eventuell ein Problem gab. Und da habe ich Boris gebeten, Daten zu schicken, vom Gerät selbst kopiert, bei denen ich noch besser erkennen kann, was dann die Ursache des Problems ist. Und das hat lange gedauert und das hat mir Boris Schweiter gut erklärt, dass das sehr, sehr anstrengend sein kann, dass es so viele Aufgaben gibt und dass er keine Zeit und keine Energie dafür hat, solche Aufgaben zu machen. Das ist jetzt etwas anders. Jetzt segeln die Teams ja nicht alleine. Wir segeln als Crew. Wir haben vier Segler an Bord und wir haben einen Onboard-Reporter an Bord. Und diese fünfte Person, die hat Zeit dafür. Allerdings ist das auch gar nicht so viel Zeitaufwand, wie man denken mag. Die Ocean Packs zum Beispiel, die laufen, ohne dass jemand da eingreifen muss. Und bei den Mikroplastik-Samplern, ja, das ist so eine zeitliche Belastung von ungefähr 5 Minuten am Tag. Mehr erwarten wir da auch nicht. Und es war deine Aufgabe dann, diese fünfte Person an Bord zu schulen dafür, was zu tun ist oder überhaupt die Teams dafür vorzubereiten. Genau, dafür, das ist auch ein Punkt, warum ich hier zu den Stopovern reise, neben der Wartung der Geräte. Ich schule die Online-Reporter, weil diese fünfte Person auch getauscht wird. Das heißt, es ist nicht die gleiche Person, die beim ersten Leck dabei ist. Manchmal ja, manchmal nein. Und die bekommen genaue Instruktionen, wo die Boje ausgesetzt werden muss, wie das passieren soll. Und das ist hier gerade erfolgt.
Kann man die Daten irgendwo in Echtzeit verfolgen? Ja, wir haben ab diesem Leck unsere Webseite fertig und dann wird man ausgewählte Daten in Echtzeit sehen können. Also ab Sonntag auf der spannenden Route, auf der Südroute. Und im Laufe dieses gesamten Rennens werden ja viele, viele Daten erhoben. Mit welchen wissenschaftlichen Instituten arbeitet ihr zusammen? Ach, da haben wir für jeden Parameter einen einzelnen Partner. Zum Beispiel für CO2 arbeiten wir mit dem GEOMAR zusammen und auch mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie. Dann der Parameter Oberflächentemperatur und Salzgehalt der Oberfläche wird von unserem Partner in Frankreich, dem IFREMER, bearbeitet. Wir arbeiten mit dem NOC in Southampton zusammen, also in Großbritannien, für unsere Mikroplastikdaten. Dann haben wir auch noch einen Partner an der University of Rhode Island in den USA für Mikroplastik. Wir haben einen spanischen Partner, der sich um ein neues Gerät kümmert, da Spurenelemente sich näher anschaut. Und wir haben das CNRS in Frankreich, das sich um die Sauerstoffdaten kümmert. Das heißt, jeder dieser einzelnen Partner bekommt am Ende des Lecks die Daten zugesandt, macht eine Vorabanalyse und sorgt dafür, dass diese Daten an allen gängigen Datenbanken verfügbar sein werden. Also ist das auch eine internationale Zusammenarbeit und werden die Daten international ausgewertet? Ja, zum Beispiel für CO2 werden alle Daten, die CO2 betreffen, einmal im Jahr hochgeladen auf eine Datenbank, die nennt sich SOCAT. Und bevor das passieren kann, müssen diese Daten eine Qualitätskontrolle unterlaufen. Und das ist ein bisschen zeitaufwendig und darum kümmern sich unsere Partner. Und wenn die einmal oben sind, kann jeder Wissenschaftler auf diese Datenbank zugreifen. Und diese Daten sind dann eben sehr, sehr wichtig für Modellberechnungen, wie unser Klima sich in den nächsten Jahren verändern wird. Ja, und diese IMOCAs kommen ja auch jetzt gerade auf der bevorstehenden Etappe an Stellen, wo wenig Schiffsverkehr ist und wo wenig Daten erhoben werden. Deswegen sind die Daten für die Wissenschaft besonders interessant, denke ich mir. Das war der Ausgangspunkt vor ungefähr 10, 15 Jahren. Als Wissenschaftler meinten wir, ja, wir brauchen Daten auch gerade auch in diesen Gebieten, wo wir mit unseren Schiffen kaum hinkommen. Und da war die Idee geboren, dass man doch Segelschiffe, die alle paar Jahre da vorbeifahren, mit Sensoren ausrüsten. Und das hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir schon in der zweiten Edition dabei und haben Geräte, die das eben können. Nun ist ja Boris Herrmann dafür bekannt, dass ihm das ganz wichtig ist. A race we must win ist seine Devise. Wie geht es den anderen Teams, die an einem Ocean Race teilnehmen? Sind alle da so bewusst hinterher wie Boris? Ist allen so bewusst, dass der Klimawandel einfach ein so großes Thema ist und dass es so wichtig ist, Meeresdaten zu erheben, dass sie das mit aus Überzeugung machen? Das hat etwas gedauert, aber jetzt sind die Segler sehr dahinter und verstehen das auch, warum das so wichtig ist und verstehen auch, dass sie eine extra Belastung mit an Bord nehmen. Also es ist ja nicht nur die Belastung, dass sie ein paar mehr Kilos mitnehmen, dass sie sich um das Gerät kümmern müssen, sondern der Stromverbrauch ist auch höher und es ist ein weiteres Teil in ihrer täglichen Routine, das Aufmerksamkeit verlangt und das ist etwas, das wissen wir, das ist viel, was wir verlangen oder was wir darum bitten, was die Segler jetzt aber auch gerne machen. Und vielleicht noch eine kurze Episode vom letzten Ocean Race, damals Volvo Ocean Race. Damals wurde ein Team dazu verdonnert, das Gerät mitzunehmen, das Ocean Pack mitzunehmen. Und die Begeisterung war am Anfang sehr gedämpft. Das hatte sich aber sofort gelegt nach dem ersten Leck. Und spätestens seit Leck 2 war der damalige Bootscaptain oder die Bootscaptain sehr, sehr, sehr begeistert dabei und hat uns sehr unterstützt bei der Probennahme. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, wissenschaftlicher Leiter des Ocean Race zu werden? Oh, das ist eine lange Geschichte. Um es kurz zu machen, ich habe damals, als ich zurück nach Frankreich gegangen bin, weil ich dort lebe schon seit einigen Jahren, einen Job gesucht und kam eben auf einen französischen Segler, der so ein Programm in klein gestartet hat. Und dann über die Jahre hat sich das dann weiterentwickelt. Und im letzten Jahr habe ich die Offerte vom Ocean Race gesehen und da war mir klar, da muss ich einsteigen. Und vorher hast du in der Meerestechnikbranche gearbeitet, also du bist Experte auf dem Gebiet. Genau, ich habe für einige Zeit für eine Firma aus Kiel gearbeitet, Subsidic heißt die, und war dafür zuständig, dass solche Geräte eben so angepasst werden von den Ingenieuren, dass sie für die Wissenschaft brauchbar sind und einfach zu verwenden sind.
sozusagen konnte ich mit meinem Blick des ehemaligen Wissenschaftlers darauf schauen und die Entwicklung eben so umlenken, dass die Geräte nicht nur ingenieursmäßig sehr gut waren, sondern auch für die Wissenschaft anwenderfreundlich waren. Bist du auch Segler? Ja, ich habe angefangen zu segeln mit 7, 8 Jahren und habe das auch begeistert gemacht bis zur Studienzeit. Und habe damals in Rostock studiert. Und in Rostock, das ist auch ein netter Link zum Ocean Race, gab es eine Firma, die hat alte VO60-Boote, also die 60-Fuß-Klasse damals, aufgekauft und bot Segeltouren an. Und dort habe ich als Crew angeheuert und habe da 2, 3 Sommer verbracht und war begeistert von der Geschwindigkeit dieser Boote. Dann bist du ja in jeglicher Hinsicht qualifiziert für diesen Job. Und jetzt musst du dieses Ocean Race von A bis Z rund um den Globus begleiten, bist aber nie auf dem Wasser, sondern triffst die Crews immer nur in den Häfen. Ich treffe sie in den Häfen, aber ab und zu muss man natürlich auch mal eine Testfahrt machen, um ein neues Gerät auszuprobieren. Und das ist schon spannend zu sehen, wie diese Boote sich entwickelt haben. Also von dem Schwenkkiel über kleinere Foils und jetzt zu den immer größer werdenden Foils. Die Boote haben immer mehr Geschwindigkeit. Das ist schon unglaublich, wenn man da mal mitsegeln darf. Und jetzt, was ist jetzt in den nächsten Tagen bis zum Start? Heute ist jetzt Donnerstag, am Sonntag geht's los. Was ist jetzt deine Aufgabe? Gehst du jetzt von Team zu Team, von Board zu Board? Genau. Jetzt ist die Wartung der Systeme so gut wie abgeschlossen. Es gab eine Schulung, wie mit unserem Bojen umzugehen ist. Und jetzt wird es noch letzte Tests geben. Und was auch noch als Aufgabe ansteht, ist, dass ich Wasserproben nehme. Wir wollen nämlich mit unseren Geräten höchste Genauigkeiten erreichen. Und dafür werden die Messsonden kalibriert und referenziert. Und was wir hier machen, zum Beispiel im Bereich der Salzgehaltsmessung, ist, wir nehmen Wasserproben, schicken das in ein Labor. In Frankreich am IFREMER wird das gemacht und vergleichen dann den Messwert von Bord mit der Wasserprobe, die wir genommen haben. Und das muss in einem sehr, sehr, sehr genauen Bereich passieren. Und wir werden in jedem Hafen diese Proben nehmen. Was ich auch noch machen werde, ist, die Boote mit Gasflaschen zu versorgen. Wie gesagt, CO2, das ist der Parameter, der uns sehr, sehr am Herzen liegt. Wir wollen wissen, wie ist die Konzentration dieses Klimagases im Ozean. Und auch hier ist es entscheidend, dass die Instrumente mit einer sehr hohen Genauigkeit arbeiten. Und um das zu erreichen, nehmen wir spezielle Gase mit an Bord. Das ist eine kleine Gasflasche, 2 Liter. Und das Instrument nimmt jeden Tag einen kleinen Schluck aus der Pulle, was man so sagen darf, und vergleicht dann den Messwert mit dem Wert, den wir vorher im Labor ermittelt haben. Nun steigt ja bei den Teams bestimmt die Anspannung, weil das bevorstehende Leck ist einfach ein sehr herausforderndes. Haben die das dann gerne, wenn du dich da jetzt noch um die wissenschaftlichen Geräte an Bord kümmerst, oder sind die genervt davon? Man muss da vorsichtig agieren. Man muss aufpassen, dass man sie nicht stört bei ihren Abläufen. Das ist ja nicht nur, dass sie sich auf das nächste Rennen vorbereiten. Die haben jetzt auch sehr viele Sponsorenaktivitäten. Das ist ja sehr wichtig für die Teams, dass sie ihre Kampagnen bezahlen können. Und das passiert halt eben durch solche Aktivitäten. Und da muss man eben Zeiten finden, dass man an Bord kommt, dass man mit den Verantwortlichen redet, die natürlich auch sehr eingespannt sind. Und ja, das steht jetzt noch an, aber wir sind frohen Mutes, dass wir mit perfekt gewarteten Geräten lossegeln werden. Und du stehst dann am Hafen und drückst die Daumen und dann geht es für dich erstmal wieder zurück und dann fliegst du in 4 Wochen nach Brasilien. Also ich fliege dieses Mal schon am Vortag nach Hause, weil es ging logistisch nicht anders. Werde also beim Start leider nicht dabei sein können, kann aber natürlich verfolgen dann selbst im Flugzeug, wie das Rennen losgeht. Und zu Hause angekommen werde ich dann von meinem Büro aus das Rennen mitverfolgen. Ich beobachte die Daten, beobachte die Geräte. Wenn ich sehe, dass irgendwo ein Defekt auftritt, kann ich entweder mit dem Online-Reporter interagieren und versuchen, das Problem so zu beheben, oder ich nehme Ersatzteile mit für den nächsten Stop dann in Brasilien. Spannend. Ein außergewöhnlicher Job und ein tolles Programm, was du da begleitest. Stefan, danke, dass du Zeit für uns hattest und so ausführlich von deiner Arbeit erzählt hast. Sehr gerne, sehr gerne. Das war die heutige Podcast-Folge, in der ich mich mit Stefan Raimund, dem wissenschaftlichen Leiter des Ocean Race, unterhalten habe. Wer jetzt am Ball bleiben möchte und das Segelrennen begleiten möchte, der geht am besten auf die Seite theoceanrace.com.
Dort ist man hautnah dabei. Und wer beim Podcast dabei bleiben möchte, dem empfehle ich, diesen Podcast zu abonnieren. Bei Apple Podcasts einfach auf das Plus oben rechts drücken, bei Spotify auf Folgen drücken, dann verpasst ihr keine neue Podcast-Folge. Und danke für eine kurze, gute Bewertung. Tschüss! Das war Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.